Jo Leute, was geht ab zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal? Und zwar ein Tag in Osnabrück. Jetzt gerade bin ich noch nicht in Osnabrück. Es ist jetzt gerade 8:30 Uhr. Um 10 Uhr fahre ich los. Jo Leute, ich bin jetzt in Osnabrück und ich nehme einfach mit auf ein paar Läden und so weiter, was ich alles so mache. Let's go! Super Grace, ein super cooler Laden. Ein Fahrstuhl, hier ist das Treppenhaus, ein verglaster Fahrstuhl, das müsst ihr euch mal geben. Jetzt guckt mal zu. Guckt zu und lernt. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube schon. So, jetzt geht's noch in den Foodlocker rein. Alle gucken mich an. Aber es ist mir egal. Also ich sag's wie es ist, würden die in Snipes oder so oder Foodlocker auch, würden die dann Nike Dunks verkaufen, Digga. Es würden so viele mehr Leute kommen, weil das fällt mir ja erst auf jetzt gerade. Das ist. Die einfach nicht gibt. Das ist das Problem. Ich kaufe sonst auch nur online oder so, weil es mich einfach sonst triggert, wenn ich das nicht kriege in dem Laden, weil ich dann ja extra reinfahre. Das nervt mich jetzt gerade auch schon wieder ein bisschen. Die würden so viel mehr verkaufen. Stell dir das nochmal vor. In diesem L&T gibt es sogar Nike Dunks. Nochmal ganz kurz zu dem Thema gerade. Und können wir mal darüber reden, wie cool dieser Gang ist? Können wir mal darüber reden? Es gibt ja einfach, ich bin in einem neuen Laden. Einfach ein Massagesessel. So sitzen Sie gut, lieber Kunde. L&T, ein richtig cooler Laden. Hier ist auch, by the way, noch so ein Surfteil, da kann man irgendwie surfen. So, in so einem Wasser. Ja, nice. Ist ein cooler Laden, wirklich. Sehr, sehr cool gemacht. Vom Design her sehr modern. Leider gibt es hier nichts, was ich cool finde. Cooles Treppenhaus hier. So, ich bin jetzt im Vapiano, Mittagessen. Ich filme das einfach gleich mal und dann gucken wir noch mal, wo ich gleich noch überall hingehe, in welche Läden und so weiter. Alles gut. Das ist eigentlich ziemlich nicer Land. Also sieht ziemlich cool aus hier mit so einer Naturwand. Und da hinten auch in so einer coolen Bar und so weiter. Alles ziemlich cool, finde ich. So, ich bin jetzt im Pico in Kloppenburg. Mal gucken, ob es irgendwas gibt. Ich finde generell, Online-Shoppen sind irgendwie besser, aber naja, ab und zu rauszugehen und da zu shoppen ist bestimmt auch nicht so schädlich. Ne? Damit jetzt niemand irgendwie so denkt, dass ich komplett negativ eingestellt bin oder so, sage ich euch mal ganz kurz, warum ich denn das so gerade gesagt habe mit Online-Shopping ist viel besser als, also online ist viel besser als so zum Laden zu gehen. Und zwar sage ich das nur, weil das jetzt immer so war, wenn ich was, ich habe erstens online findet man viel schneller was und muss nicht irgendwo hingehen. Und zweitens, wenn man dann was gefunden hat hier, nicht online, dann hat man die Größe dann. Dann ist es eine andere Größe gibt es nur. Perfekt. Deswegen finde ich, ist es online viel besser. Ich habe jetzt noch eben einen E-Scooter gemietet. Wir machen ein bisschen Action jetzt hier mit dem E-Scooter in Osnabrück. Let's go.